Controller oder doch lieber Maus und Tastatur? Diese Frage stellen sich mittlerweile extrem viele in Fortnite. Und ihr wisst ja, ich bin ja schon von Anfang an Controller-Spieler. Aber wahrscheinlich wisst ihr auch, dass ich mittlerweile gelernt habe, auf Maus und Tastatur zu spielen. Und deswegen vergleichen wir heute Controller mit Maus und Tastatur. Ich werde heute also sowohl auf Controller als auch auf Maus und Tastatur spielen. Und wir schauen einfach mal, worauf ich besser spiele. Also ob es jetzt Controller oder Maus und Tastatur ist. Und ja, meine Freunde, ich würde sagen, wir können auf jeden Fall direkt reingehen. Lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu seid, gerne auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst und um mich auch kostenlos zu supporten. Und tragen natürlich auch sehr, sehr gerne, falls ihr es noch nicht gemacht habt, mein Creator-Code RubyXNice im IT-Shop ein. Und jetzt habt ihr wieder die Namen von den Leuten eingeblendet, die mir auf Instagram ein Foto geschickt haben, wie sie mein Creator-Code eingegeben haben. Dankeschön auf jeden Fall an euch und soll euer Name hier auch stehen, ganz einfach, schickt mir einfach ein Foto auf Instagram, wie ihr mein Creator-Code eingegeben habt und dann wird euer Name hier im nächsten Video auf jeden Fall auch mit eingeblendet. Und damit würde ich sagen, geht mir auf jeden Fall jetzt rein und vergleicht den Controller mit Maus und Tastatur. Okay, meine Freunde, ihr seht schon, Tastatur und Maus ist am Start, meine altbekannte Tastatur, die ich immer in meinen Maus- und Keyboard-Videos benutze und natürlich auch die Maus. Übrigens, ich habe mir noch keine neue geholt, das ist immer noch die alte. Und passend dazu habe ich hier auch den PC-Controller am Start und auch den PS5-Controller. Und wie ihr jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen habt, werden wir auf jeden Fall beides vergleichen. Also ich bin einmal Maus und Keyboard in Fortnite und einmal Controller in Fortnite. Und wir gucken einfach mal, worauf ich besser klarkomme und worauf ich mehr rasiere. Denn wir werden auf jeden Fall Ranked spielen. Das heißt, wir werden nicht nur Creative spielen, sondern wir gehen auch in Ranked rein. Und wir gucken einfach mal, worauf ich mehr rasiere, also wo ich mehr Kills hole, wo ich generell besser spiele. Aber kurz vorher schauen wir uns einfach mal erstmal die Vorteile an, die man auf Maus und Keyboard hat und auch die Vorteile, die man auf Controller hat. Und dafür gehen wir jetzt erstmal rein in Fortnite mit Maus und Keyboard. So, und da sind wir auch schon in Fortnite drin. Ich habe mich gerade hier schon mal ein bisschen warm gespielt mit Maus und Keyboard. Habe schon hier so ein bisschen gefreebildet und einfach mal, ja, mich halt eingespielt. Und ihr wisst ja, ich habe mittlerweile auf jeden Fall Maus und Keyboard relativ gut drauf. Also ich glaube, ich bin nicht genauso gut wie auf Controller, werden wir aber natürlich gleich sehen. Aber ich bin auf jeden Fall schon, denke ich mal, auf einem Niveau, wo ich relativ gut Maus und Keyboard spielen kann. Und wo ich auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Fights oder die meisten Fights halt gewinnen kann. Und ja, was die Vorteile auf Maus und Keyboard sind, das will ich natürlich, bevor wir jetzt hier reingehen, einmal kurz erklären und euch zeigen. Was mir auf jeden Fall so aufgefallen ist, seitdem ich Maus und Keyboard lerne, was ein großer Unterschied zu Controller ist. Und zwar ist das zum einen natürlich die Beweglichkeit. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn man auf Controller spielt, man hat nur zwei Sticks vor sich. Also wenn ich den Controller hier in der Hand habe, wenn ich mich bewegen will, diese beiden Sticks leiten mich so gesehen. Und wenn ich mich jetzt nach rechts drehe, der rechte Stick natürlich dann nach rechts. Und das dauert natürlich deutlich länger, als wenn ich jetzt hier die Maus nehme und einfach mal den hier mache. Ihr seht, ich habe mich direkt um 180 Grad gedreht. Und das ist auf Controller natürlich nicht so einfach möglich. Also man hat eine viel, viel größere Beweglichkeit am Maus und Keyboard, halt durch die Maus, die das Ganze ermöglicht. Was auf jeden Fall ein krasser Vorteil ist, was auf Controller nicht so einfach möglich ist. Also man ist deutlich flinker, deutlich beweglicher und das sieht man auch generell am Movement. Also wenn ich hier freebuilde, das sieht ja nicht auf Controller 1 zu 1 so aus. Was auf jeden Fall ein großer Vorteil ist und was ein weiterer großer Vorteil auf Maus und Keyboard ist, was mir mit der Zeit aufgefallen ist, ist natürlich der Scrollwheel Reset. Also solltet ihr auch alle kennen. Ist einfach, dass man hier, also ihr seht, das ist so OP und das wird man niemals auf Controller so einfach machen können. Natürlich gibt es da die ein oder andere Möglichkeit, das auch auf Controller zu machen, aber auf Maus und Tastatur ist es wirklich am einfachsten. Also ihr seht hier, die Wand ist editiert. Ich mache einfach mal mein Mausrad nach oben und zack, ist der Edit direkt zurückgesetzt. Und ja, ihr seht, wenn ich jetzt hier die ganzen Edits aufmache, zack, zack, zack. Und die ganzen Edits sind zurückgesetzt. Also das ist extrem overpowered, was nur Maus- und Keyboard-Spieler so gut können. Und ja, das wird auch gleich, wenn wir gleich zum Beispiel irgendwie gleich Ranked spielen, euch auch auffallen, was für ein großer Vorteil das eigentlich in manche Situationen bringt. Und ja, generell habe ich halt das Gefühl auf Maus- und Keyboard, seitdem ich halt auf Maus- und Keyboard spiele. Und das Schwierigste auf Maus- und Keyboard ist, wie ich finde, auf jeden Fall das Aim. Also das ist das Anspruchsvollste. Gute Mechanics, also so hier im Bauen und Editieren aufzubauen. Einigermaßen gut bauen und editieren zu können, wird jeder von euch irgendwann erreichen. Aber wirklich krass gutes Aim zu bekommen, ist wirklich das Anspruchsvollste. Und das Aim kann wirklich nie gut genug sein auf Maus und Keyboard, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist. Aber ja, das ist auch so das Einzige, was mir negativ auffällt auf Maus und Keyboard. Ansonsten ist wirklich alles für den Vorteil. So, und jetzt sind wir mal hier auf Controller und ich habe mich hier für den PC-Controller entschieden, weil ich spiele ja normalerweise auch immer auf dem PC-Controller. Und deswegen habe ich mir gedacht, holen wir auf jeden Fall erstmal hier den PC-Controller ran, anstatt dem PS5-Controller. Und ihr seht schon, natürlich, weil ich schon seit Ewigkeiten auf Controller spiele, habe ich hier auch sehr, sehr stabile Mechanics, wie ich finde. Also natürlich, wenn man eine lange Zeit, also seit Anfang von Fortnite, auf Controller spielt, dann wird man natürlich auch irgendwann ein gewisses Niveau erreichen. Aber es ist auf Controller natürlich deutlich anspruchsvoller als auf Maus und Tastatur. Also gute Mechanics zu bekommen, ist auf Maus und Keyboard deutlich leichter, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist. Der einzig richtige Vorteil, den man auf Controller hat, also man hat eigentlich nur Nachteile, muss man wirklich so sagen. Man hat auf Controller an sich wirklich nur Nachteile. Der einzige Vorteil, den man hat, und ich glaube, viele von euch können sich es auch schon denken, ist natürlich Aim Assist. Also Aim Assist war mal eine Zeit lang extrem stark, also so Chapter 2 Zeiten, vielleicht erinnert ihr euch. Mittlerweile ist Aim Assist auf jeden Fall schlechter geworden, aber ist immer noch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Also gutes Aim auf Controller ist eigentlich relativ einfach zu bekommen. Und ja, ihr seht auf jeden Fall, bei beiden gibt es Vor- und Nachteile. Und man muss sagen, dass es so aussieht, als ob die Vorteile auf Maus und Tastatur auf jeden Fall besser sind. Also dass man mehr Vorteile auf Maus und Tastatur hat. Aber ihr wisst, ich bin schlechter auf Maus und Tastatur als auf Controller. Deswegen wird es auf jeden Fall jetzt gleich in Ranked sehr spannend, ob ich auf Maus und Tastatur besser spielen werde oder auf Controller. Und wir werden
das Ganze wie folgt machen. Und zwar werde ich 3 Runden auf Controller und 3 Runden auf Maus und Tastatur Ranked spielen. Und ich werde euch nur die beste Runde zeigen, also wo ich am besten rasiere. Und ich denke mal, damit wir das Ganze spannend halten, fange ich erstmal mit Controller an. Und wir schauen einfach mal, wie ich mich in Ranked auf Controller schlage. So, wir sind in der ersten Ranked-Runde drin. Ich glaube, also wir machen auf jeden Fall Action, Jungs. Ich lande nicht irgendwie safe oder sowas. Wir gehen auf Kills. Also Kills wird der entscheidende Faktor sein, ob ich auf Maus und Keyboard mehr rasiere oder auf Controller. Und ich glaube, deswegen landen wir auch entspannt auf jeden Fall Mega City erstmal. Und checken mal die Lage ab. Okay. Nice, Digga. Direkt beste Waffe bekommen. Okay, ich shoot erstmal. Okay, ich habe eine Leuchtpistole. Direkt hier rein. Haben wir nicht gemerkt bekommen. Okay, da ist einer. Okay. Hallo. Oder ich bin ja todlos. Typ ist Ronaldo oder so. Was macht der denn, Alter? Ey. Dass der noch lebt, ne? Ich krieg Aggression. Drei Schweiz, ich verschiss nicht. Dankeschön. Endlich, Alter. Hat er lange überlebt. Also Jungs, ich muss sagen, ich habe die letzten paar Wochen, um ehrlich zu sein, echt wenig gespielt. Deswegen ein bisschen Banane gerade. Aber egal. Ersten Kill haben wir. Wir leben immerhin. Weiter geht's. Okay, ist noch irgendwo einer. Leuchtpistole rein. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht markiert oder so. Aber auch immer mehr. 30 jetzt. Nice. 1 HP. Jawohl, den haben wir auch. Zweiter Kill. Falls euch fragt, was für ein Rank ich übrigens bin. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube irgendwie Platin oder so. Non-Grinder Rubik, ihr kennt. Im Sommer immer ein bisschen schwierig. Hier ist irgendwo noch einer, glaube ich. Oder? Ne. Ah doch, da hinten. Okay, geh ich pushen, Junge. Oh. Ja, nice aim. Ah. Okay, 100 Crack. Den haben wir auch, let's go. Läuft doch gut, Alter. Schon mal einen sehr guten Start hier auf Controller. Also auf Maus und Keyboard muss ich dann gleich doppelt so gut performen. Aber chill, 3 Kills ist immer noch machbar. Hier ist irgendwo einer wieder. Ja, Digga, crouch irgendwo rum. Was machen die denn? Mach mal auf hier. Oh mein Gott, Digga. Okay, nice. Trophy Finder. Die Trophy kannst du in der Lobby finden, mein Freund. Ey, ich suche schon seit 2 Jahren irgendeinen weiteren Gegner, Alter. Ich finde niemanden, ehrlich. Jetzt spawnt hier irgendein Pony oder so, Alter. Ey, hier holt jemand Bot oder so. Ah! Wo ist der denn, Alter? Er lebt noch, ne? Jawohl. Nice. Ist hier noch jemand? Hier muss doch noch jemand sein. Aber ne, sind nur noch die Bots. Ey, ich muss mich sputen, Bruder. 5 Kills, 23 Leben. Ich brauch noch mehr, Alter. Das reicht schon nicht. Also für Controller-Performance für meine Verhältnisse schwach. Ich sag euch ehrlich. Ey. Ey. Hier kommt einer. Ah! Was soll das, Junge? Was ist das für eine Waffe? Ich kenne die gar nicht. Ey. Ja, ja. Cool, Mann. Chill doch mal hier. Kommt er mir mit irgendeiner Double Pump oder so? Ey, ich trinke vorher einen Saft, ne? Hier sind 3 Leute. Oh mein. Nein, mein Pump schießt sich. No. Ja, die zweite und dritte Runde bin ich direkt am Anfang gestorben. Falls ihr mir nicht glaubt. Ey, Mann. Das heißt, unsere Aufgabe ist es jetzt, 5 Kills zu toppen auf Maus und Tastatur. Ob wir das schaffen? Ich weiß es nicht. Wir probieren jetzt. Okay. Erste Runde. Ich bin ein bisschen nervös, ich sag euch ehrlich. Aber wir landen Mega City. Wir gucken mal, wie das Ganze läuft. Komm schon. 5 Kills, das ist nicht schwer. Das können wir easy toppen auf Maus und Tastatur. 3 Chancen haben wir hier auch. Mal schauen, ob wir schaffen. Okay. Gib mir einfach nur Schild. Das war die ganze Zeit mein Problem. Bringt das Schild? Wahrscheinlich nicht. Wir machen ruhig. Wir machen ruhig. Einfach bitte Schild und ich bin glücklich. Jawohl. Oh mein Gott, Biggie. Seltener als alles. Nein. Nein. Oh mein Gott, Digga. Ah! Nein. Hau ab, Junge. Ey. Ich muss kurz chillen, Digga. Auf jeden Fall 20 mal überfordert als auf Controller, Digga. Das ist krass. Das liegt ja daran, dass ich nicht hauptsächlich Maus und Tastatur spiele, so. Egal, okay. Wir leben. 18 AP. Medkit rein, haben wir 100 AP. Mathematikkünstler Rubiks. Okay, ich brauche jetzt irgendwie hier Schild noch wieder. Jetzt wieder ein Jahr für Biggie suchen. Oha! Was ist das? Ah ja. Nice, ist auch geil. Okay, Schild haben wir. Einfach rein, Junge. Jawohl, den haben wir. Erschrocken bis zum Geht nicht mehr, aber ich hab ihn. Okay, und Metz hat da auch alles gehabt. Ich bin Cap. Sehr geil, aber jetzt ist wieder Schildproblem, Digga. Er hat kein Schild. Aber hier haben wir unsere Slapsplash hier, oder wie die heißen, Alter. Schubpack.
30. Der ist unter mir. Digga, ich bin tot überfordert, ne? Das ist krass. Ja, Junge, ja! Okay! 3 Kills! Let's go! War nicht drauf. Was mache ich hier? Der haut ab jetzt hier. Hinterher. Digga, wohin will er denn, Mann? Ja. Ey, ich schwöre, was ein nerviger Gegner, ne? Wieso rennt er die ganze Zeit? Okay. Ey, I kill noch, Junge. Ich fass es gar nicht, Digga. I kill nur noch, ey. Dann haben wir es easy. Bruder, wie schlecht war ich denn auf Controller? Wie peinlich. Jo, um dicke Buildfights. Ich habe eigentlich voll das Spiel, das nervt mich, Alter. Hätte ich Leben, dann ich wäre komplett confident. Aber wir machen den hier. Warte, 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 warte. Ja! Oh mein Gott! Ja, Junge, 6 Kills, Alter. Das war ja Toffree. Und jetzt gehen wir noch die Runde, Junge. Einfach auch Maus und Tastatur heute besser gewesen. Was ist da los, Alter? Man nennt mich nicht ohne Grund Rubik's aka Master Chief, Junge. Guck mal, was man noch auf Controller nicht machen kann, ist das hier. Ja, Vorführeffekt. Ich weiß nicht, für wen er sich hält hier oben. Okay, 80 jetzt. Ja, Ronaldo. Oh mein Gott, Digga. Das war Ronaldo Messi zusammen, Digga. Aber irgendwie 7 Kills. So, und um euch zu triggern, ich lasse extra mein Leben auf 199. Einfach aus Prinzip. Geil. Digga, was ist das hier, Alter? Nein. Oh mein Gott, 2 AP. Ich hab vor, diese 199 HP wäre Karma gewesen. Ja, ich habe mich selber Schaden gegeben. Ich bin so dick, ne? Wie funktioniert die Waffe denn, Alter? Ja, jetzt sprayt er mich hier, Alter. Was willst du denn hier, Alter? Komm runter. Wie ein Mann! Ey! Ja, oh mein Gott. Kann nicht sein. Lass mich doch kurz zielen. Ja, oh mein Gott. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den holen, ehrlich. Aha. Was machst du da? Oh, oh, oh. Den haben wir es gezeigt, Junge. Ey, komm, wir gewinnen. 10 Kills, Bruder. Wie gut bin ich denn, Alter? Oh mein Gott. Der hat mich erst auf Fullbox, Digga. Naja, ist raus. Ich habe mir selber wieder Schaden gegeben. Ich bin so dick, ne? Hallo. Oh mein Gott. Jawohl. Ne, der macht ernst. Ich will nicht. Ah! Oh Mann. Digga. Ey, egal, Jungs. 11 Kills auf Maus und Tastatur. Ey, das kann sich sehen lassen. Ich war heute einfach besser auf Maus und Tastatur als auf Controller. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es geht genau umgekehrt aus. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich auf Maus und Tastatur besser war. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar natürlich den RZ Armstief, meine Freunde. Nein, Spaß. Ich glaube, das war heute einfach Glück. Also, ich sage euch ganz ehrlich. Ich habe, glaube ich, jetzt die letzten 2 Wochen nicht einmal vorne gespielt. Und ich habe die ersten 3 Runden halt auf Controller gespielt. Und musste mich halt erstmal ins Game reinfinden. Und deswegen habe ich halt schlecht gespielt. Und ja, auf Maus und Tastatur lief es dann halt besser, weil ich da mehr eingespielt war. Also das heißt auf jeden Fall jetzt für mich nicht, dass ich auf Maus und Tastatur besser bin als auf Controller. Das heißt es auf gar keinen Fall. War wirklich heute einfach nur von den Runden abhängig, muss ich sagen. Aber ja, Jungs, auf jeden Fall trotzdem der Sieger heute für mich, Maus und Tastatur gewesen. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und ich hoffe, das Video hat euch natürlich auch gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst, Daumen nach oben. Wieso mach ich so? Daumen nach oben, auf jeden Fall nicht vergessen. Schreibt gerne in die Kommentare, was wir als nächstes vergleichen sollen oder was ich noch für Videos machen soll. Gerne alles reinschreiben, ich lese mir immer alle Kommentare durch. Schaut gerne auf Twitch vorbei, meine Freunde. Da bin ich jetzt ab jetzt wieder nämlich live auf Twitch. Ihr habt gehört, ich habe hier 2 Wochen jetzt kein Fortnite mehr gespielt gehabt. Aber ich fange jetzt wieder an zu spielen und zu grinden. Und deswegen könnt ihr gerne vorbeikommen auf Twitch. Da werden wir live ein bisschen zusammen zocken und ja generell einfach ein bisschen grinden. Seid gerne am Start. Twitch-Kanalname ist Rubik's. Link in der Videobeschreibung oder hier in der Infokarte. Und damit würde ich sagen, Jungs, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 2 Tagen zu einem neuen Video wieder. Haut rein und ciao.